Großer Vorstellungstermin für den Drehbeginn der TV-Serie Un Passo dal Cielo. Die Fernsehserie wird in den Wäldern bei Innichen gedreht und die Hauptdarsteller sind Terence Hill und Katia Ricciarelli. Die Wahl der Südtiroler Berglandschaft als Filmambiente ist nicht zufällig gefallen, sondern das Ergebnis einer langen Promotionarbeit der BLS Business Location Südtirol. Die Hauptdarsteller der neuen Serie sind von der Umgebung begeistert. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich habe immer gemacht, Südtirol. Mein Vater hat immer gesprochen vom Südtirol. Er ist immer Ski gelaufen und hat gesagt, es ist immer von einer Hütte zu der nächsten Hütte. Und denkst du wieder, man hat damals mit Holzski gehabt und so. Aber von mir professionell, für die Arbeit ist es sehr wichtig, hier zu sein, weil es ist das erste Mal, ein italienisches Fernsehen macht eine Serie hier in Südtirol. Und sie wissen, dass Geld ist immer weniger ist. Und wenn Südtirol hätte uns nicht geholfen, wir könnten nicht hier sein. So, wir sind zufrieden und wir sind auch sehr bedankbar. Partnerin von Terence Hill ist die Sopranistin und Schauspielerin Katia Ricciarelli. Für sie ist der Reiz der Südtiroler Landschaft unwiderstehlich. Ich habe noch dazu eine ganz besondere Gastfreundschaft erfahren. Wir Schauspieler sind oft unterwegs und hier wird mir, dank der Freundlichkeit der Menschen, meine Familie weniger fehlen als anderswo. Auch Terence Hill zeigt sich sehr angetan vom Empfang, den ihm die Menschen hier bereitet haben. Das sind nicht etwa Gaffer, das sind Nachbarn, Freunde. Ich und meine Kollegen sind sehr zufrieden und begeistert. Wir hatten das nicht gewartet, dass die Leute so freundlich sind mit uns. Und das, wir denken, ist sehr gut für diese Serie. Das ist nicht bloß so schön, was wir die Natur, aber auch die Leute sind besonders freundlich und gut. Für die erst vor kurzem eingerichtete BLS-Abteilung Film Südtirol ist der Dreh einer so wichtigen Fernsehserie in Südtirol ein großer Erfolg, worauf man stolz sein kann. Wir sind froh, mit so einem Projekt starten zu können. Es ist ein herausragendes, ein erfolgsversprechendes Projekt. Die Zusammenarbeit mit allen Partnern vor Ort, mit Gemeinden, mit Tourismusvereinen, läuft perfekt und wir glauben, dass das erfolgreich werden kann. Und das entspricht unserer Zielsetzung der BLS. Wir haben drei Aufgaben. Eines ist, wir möchten Südtirol vermarkten als Filmstandort. Wir möchten auch den Filmfonds verwalten innerhalb der BLS. Und wir möchten die Filmteams betreuen und die Dienstleistungen und Services anbieten. Und das alles hat einen Zweck, und zwar einen wirtschaftlichen Zweck. Es geht nicht um touristisches Marketing, es geht darum, dass wir es schaffen, eine direkte Wirtschaftsförderung zu erzeugen. Und das geht durch einen Mechanismus, man nennt das Regionaleffekt. Das funktioniert so, dass die Produktionsfirma, die hier dreht und dafür einen Beitrag kriegt, verpflichtet wird, 150% von dem, was sie als Beitrag kriegt, im Land auszugeben. Damit hat man direkte Wirtschaftsförderung und wir schaffen es damit, die lokale Filmbranche zu stärken und zu entwickeln. Und darum geht es. Die Business Location Südtirol ist eine landeseigene Firma, die sich die Ansiedelung nationaler und internationaler Unternehmen oder Produktionen in Südtirol zum Ziel setzt. Der Werbeeffekt, der durch eine solche Fernsehproduktion auf nationaler Ebene entsteht, ist nur eines der vielen Beispiele für die Wichtigkeit der Marketingarbeit dieser Einrichtung. Es ist für uns eine sehr große Ehre, so eine wichtige Produktion bei uns beherbergen zu dürfen, als einfach als Image und als Strahlkraft von unserem Territorium, von unseren herrlichen Landschaften, auch touristisch gesehen, aber auch vom regionalen Effekt her, denn wir haben natürlich einen großen Rückfluss an Geldmitteln. Es ist ja nicht nur so, dass wir geben. Normalerweise hat man 150 bis 300% Rückflüssen an Wertschöpfung für die Region, für das Land, neue Arbeitsplätze, gerade im Produzentenbereich, im Produktionsbereich und natürlich mit Weltstars wie Terence Hill auf höchstem Niveau produziert, mit Katia Ricciarelli als eine sehr bekannte Schauspielerin Italiens, ist das sehr, sehr wichtig und eine große Ehre für Südtirol. Zur Förderung der Anziehungskraft unseres Landes wird eine Online-Datenbank eingerichtet, welche alle verfügbaren Gewerbeliegenschaften auflistet und im sogenannten Production Manual die Eigenschaften dieser Gebiete erläutert.